So, Part 3 hier von The Path of Exile Reloaded. Der Jules ist auch da, wie immer. Hi. Oh, ja, dann guide mich bitte zu dem nächsten Questabschnitt, der wie heißt? The Dirty Job. Ah. Dirty Chopper. Und klau mir nicht immer die Wisdom Scrolls. Muss schneller sein, oder? Nix. Muss schneller sein. Wir sind hier nicht auf der Flucht, ey. Das fand ich auch immer schlimm mit dem Delphi, wenn man da Dings gespielt hat. Diablo 2. Und wenn dann immer schon vorher angefangen wird mit dem Looten oder was weiß ich, hier die ganze Zeit hier diese, die ganze Zeit die Taste, also diese Taste gedrückt halten, wo dann dieses angezeigt wird, weißt du, so wie es hier automatisch ist, dann musstest du bei Diablo ja immer dann Taste halten und dann gleich weg, egal was, einfach nehmen, ja. So. Ja, das. Das hasse ich. Das ist nur nicht gut, weil du es halt nicht so schnell kannst. Nein, ich will es doch gar nicht machen, warum auch? Mal gucken, was für jeden gut ist. Nicht einfach alles wegraffen, ne? Man weiß doch vorher nicht, was für wen gut ist. Ja, aber deswegen muss man es doch nicht nehmen, als. Also dann nimmst halt keiner und dann bleibt liegen, oder wie? Nein, aber dann, weißt du, dass man da einfach sagt, okay, mal ganz normal einfach spielen, weißt du? Das ist doch ganz normal. Nein, das ist nicht normal. So. Das ist, das asozial ist das. Ja, du bist asozial, nein. Das weißt du auch. Nein. Du warst in einer Punkband, die Asso. Wie? Nein. Assi, nee, irgendwas mit Assi, gell? Nein, überhaupt nicht. Ja, doch. Nein. Wie hieß ihr nochmal? Fickpisse. Ja. Aber nicht asoziale Punkband, ey. Ja, und Fickpisse ist ein norddeutsches Wort für Mist oder Scheiße. Ach ja. Also wart ihr auch das, oder was? Two-handed damage, warte mal. One-handed damage. Warum? Ja, ich bin am Skillen hier. Skillen kannst du später, wenn du nervst hier hart, ey. Oh! Was machst du denn hier wieder? Ja, ganz viel. Zauber. Bum, bum, bum. Pokus, pokus. So. Oh, das ist ein voller Wisdom. Ja, erstmal schön looten gehen. Ja? Du? Oder was? Ja. Ja. Das auch. Kann ich mich an diese Gegner hier erinnern? Ja. Das sind so komische Vögelviecher, ja, ne? Ja, die gab's schon ganz am Anfang. Warte mal, ich spiel. Komm jetzt mal bei. Ich habe hier eine genagelte Fist. Warum auch immer. Ja, das ist jetzt für den Shadow. Jetzt kann ich die Hand. Jetzt habe ich meine Handschuhe an. Jetzt bin ich so gerade viel relaxter. Relaxo, oder was? Ja. Hier ist noch eine Maul. Ja. So. Wenn du eine Waffe für mich findest, bitte gehen. Ja, aber nur farbige Waffen, ja? Ja, ja. Also, die schwarzen. Wie hab ich das jetzt gemacht? Ach so, das ist ein W-Skill. Diese Glyphe? Was heißt denn grün? Grün sind Questgegenstände. Na, das dachte ich mir schon. Hier ist eine. So. Eine Weste ist hier, mit 19. Ah, Wand, das ist für mich. Wand. Warte. Nur am Looten! So. Einfach hinwerfen. Ach nee, warte. Treibholz. Thriftweed. So, Two-Handed Mace. Ey, Two-Handed Sword. Warum hab ich das mitgenommen? Und Schuhe. Ach, wie schnell man hier Zeug greift, das ist der Hammer. Jo, Kacke. Also wenn du ein gutes Schild findest, als Herdemann. Ja, du hast zwei Hände. Ja, ja, aber ich habe jetzt angefangen auf One-Handed zu skillen. Ich will jetzt so langsam umsteigen. Aber oh, was ist das denn? Guck mal. Oh, oh. Warte, ich komme. Hab ich auch noch nicht gesehen. Hier. Was denn? So ein Event ist das. Lass doch mal gleich reingehen. Ach, da kann man reingehen? Ja, ja, klar. Da bist du irgendwie noch keine Zeit, mir das anzugucken. Das siehst du. Ah, oh, ich bin drin! Strange Sinkhole! Als da steht, ich lese mal vor, minus 17% Maximum Player Resistances. Ist jetzt hier in dieser Höhle. Ja, genau. A Monster Skills Chain 2 additional times. Area yields 48% more items. Wow. Hört sich gut an. Ey, das ist ja geil, man kann ja hier den, von den Schlägen ausweichen.
Ja. So, das heißt 48% mehr Items sind hier drin, also seltenere. Und das ist von diesem Event, was gerade läuft, wie hieß das nochmal? Irgendwas mit Wahl. Sacrifice of Wahl, genau. Wer ist denn das? Ich habe keine Ahnung, wie das storytechnisch aussieht, aber das sind halt diese Höhlen, die sind korruptiert und da kannst du dann die halt säubern sozusagen und kriegst dann halt Loot am Ende dafür und irgendwie storytechnisch hast du dann auch irgendwas erreicht, ich weiß noch nicht was. Okay. Wie gesagt, Story ist mir egal. Ja, es sind halt so, das gibt immer noch ein paar Aufgaben zusätzlich sozusagen. Ja. Ja gut, bis jetzt hat man aber so gegenstandstechnisch noch nicht ja. Sowas Gutes, ne? Ja. Ja, wie ist das? Hast du eine Information zu den Items? Also gibt's da so wie bei, wie es bei Diablo gibt, so Item-Listen? Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Und Jailbreak. Das ist dann heißt, es gibt dann halt auf, oh, hier zum Beispiel drei, oh oh. Also Treibholz scheint ja eine Güteklasse zu sein, ne? Ja, das ist eher so für Noob-Gegenstände halt, ja. Was? Also Noob-Gegenstände sind das halt. Erstmal ja. Noob. So. Ja, ich mal mein, solche nehmen. So, ich guck mal rein. Ist hier noch ein Gegner? Ja. Ich kann den Gegner gar nicht sehen vor diesen ganzen Gegenständen. Ja. So, jetzt habe ich erstmal hier einen Ring. 24 zu Mana und da ist eher was für dich. Was denn? Ein Mana-Ring habe ich hier. Oh, geh mal her. Ah. So, was haben wir noch? Sehr schön. Rüstung. Jetzt habe ich einen Shank. Das ist nicht für dich, ne? Shank ist für den Shadow. Hast du noch was zum Identifizieren? Hier eine Rusty Hatchet, guck mal. Ich hab hier gerade nochmal so eine Chainmail hingeworfen. Kannst du die mal identifizieren? Ja. Ich hab keine Rolle mehr. Ach so. Hier, die Hatchet ist was für dich, guck mal. Wenchzange. Ja, wie gesagt, die war nicht identifiziert. Ja, ich muss mal gucken. Ich habe jetzt. Ah, 9 zu Strength. Strength. Ich kann nicht mehr sprechen. Es ist furchtbar, Jules. Ich erschieß mich gleich, ey. Mach mal. Ja. Vorlauf mit Mikro. Ja. Und dann mach ich den Kurt, ey. Ja, ich brauche jetzt halt nur noch ein. Also, ich habe jetzt halt. Hier ist ein Gegenstand. Ich habe jetzt. Ja, eben. Ich habe ja von dir noch dieses Zepter da. Ja. Rumfliegen. Und ich brauche halt jetzt erstmal ein Schild. Ein schönes. Okay. Ich habe jetzt zweihändig, habe ich jetzt auf. Oder auf die zweite Stufe. Ich muss langsam mal da dran. Okay. Und unter dem blauen Schild mache ich es ja gar nicht, ey. Nee, auf keinen Fall, das sehen schon nicht. Oh, sind gerade zwei gelbe. Ja. Ich bin auch hier voll am Ausrasten gerade. Swiftmaul. Oh, nee, das eine war ein gelber und das andere war ein lila, ein orangener. Orange? Ja. Orange? Was? Ja, der war orange, ja. Wie geht denn das? Weiß ich nicht. Ach nee, orange, ernsthaft, das ist legendär. Das ist die richtig harte Scheiße. Zeig mal, was hat's denn da für einen? Was? Nein, der Gegner eben hat es. Ach so. Ich dachte, der Gegenstand. Das hat mich schon voll feucht gemacht. Was ist denn das hier, ey? Ich kann es identifizieren, ja. Ja. Gut, ist halt für einen Archer, gell? Ja, das dachte ich mir schon. Ach, da ist noch ein Gegner. Ah. Lass uns voll von dem abziehen hier. Warte mal, ich raste hier aus, ey. Die ganzen Gegenstände. Jetzt, ich glaube, ich stehe mit der Hand tot. Ja. Ja, guck mal weiter, Bo. Ist das nervig hier. Warte mal. Was ist denn das hier?
Ein Tower Shield aus. Achso, ein Gerott. Ja, gut, okay. Aber was ist denn jetzt besser? Das Hatchet oder das Zepter? Hm. Das Hatchet? Shit. Hatchet. 24 Physical Damage. Das Fire Damage dabei. Ja, das ist besser. So. Gut. Go, go, instant. 24. Maximum Mana habe ich auch noch einen Zauber. Ich habe hier noch einen Ring für dich. Oh, Wahlletter. Super. Eine Letter aus Wahl? Nein. Wahl ist doch dieser Typ da. Wo ich nicht weiß. Ah, jetzt sind wir hier am Ende angelangt. Gibt's Loot. Mother of the Hive. Oh, Resist Elemental Damage. Oh, 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 daneben. Guck mal drauf. Hm? Ja, auf dein Leben sollst du. Ja. Fuck, wie ist das viel hier? Ja, die Kleinen sind das Problem. Ja. Craven Eater. Guck mal den auch. Oh Mann, was mach ich denn hier? Ja, der ist schon hart. Mach du, schalt du mal die Kleinen aus. Ja, ich muss erstmal gucken, dass ich nicht sterbe. Oh, hörst du mich? Ja. Mein Ton war gerade weg. Bist noch da, bist noch da. Ja, ja, ich war jetzt nur kurz aus, nur kurz weg. Also ich hack jetzt nur auf dem Großen rum. Ja. Und du machst die Kleinen weg. Ah, wow! Ah! Oh! Oh, das Scepter ist mir. Ne, das ist dir. Ich war kurz vorm Sterben. Ja, ich bin tot. Boah. Fuck. Aber ich komme jetzt wieder rein. Oh, wow. Wow, ich muss weg. Incoming. Boah, sind das viele. Ah, da alle ausgekackt. Puh. Also ich bleib jetzt erstmal so ein bisschen weg. Ja, ja, ich komme jetzt gleich. So, da. Jetzt haben sie sich ein bisschen auseinandergezogen, habe ich so das Gefühl. Jetzt kann man die mal so nach und nach platt machen. Da eben waren die nur auf einem Haufen. Ja, ja. Ich hätte auch keine Heiltränke mehr, gar nichts. Du musst dir das Video gleich mal angucken. Ich war kurz vorm, wirklich kurz vorm Umkippen. Ja, ja. Und die ganze, aber es war, du hast das Rote nicht mehr gesehen in der Kugel. Oh, okay. Und ich hab die ganze Zeit nur noch geschluckt, wenn ich jetzt einen Trank weniger genommen hätte, wäre ich tot. So. Kann ich mich dann auch wieder hierher teleportieren dann? Wo hast du denn Teleport jetzt her? Tja. Nein. Ich hab den E-Rand voll hier. Wie hast du das jetzt gemacht? Ah ja, Jules. Was ist los? Ach, die Portal Spawn, okay. Los hier, weißt nicht Bescheid oder was? Ja, ich kann das Spiel nicht mehr. Ach, ich krieg da hinten was Zeug verkauft. Wie kann man das jetzt direkt darüber? Ach so. Traden mit dir. Ja, das ist schön. Ich kann ja gerade nicht. Wir müssen erstmal hier den ganzen. No. So, bist. So, okay. Wo bist du dann? Hier. Nice. Akzept. Hab's noch was. Wahrnehmen. Ja, ich hab hier auch noch Zeug. Ich muss das erste Mal hier klarkommen. Verstehe. Ja, schau. So. Hier ist nochmal so ein Mana-Ring. Ja. Achso, ich kann den hier nicht hinwerfen. One-Handed Mace. Der macht auf jeden Fall mehr Schaden. Physical Damage. Critical Strike. 3 Life. Oh cool. Also ich habe schon gute Gegenstände hier. Ja. Bringen die mehr, wenn ich die identifiziere? Ich will als desinfiziere sagen. Ja, ja, die bringen dann mehr Kohle. So. Gut. Eieiei. Oh. Lass mal hier die ganzen Skills ausbauen. Das habe ich nämlich eben auch gemacht. Ich habe die Waffe gewechselt. Und hab vergessen, die Skills rauszunehmen. Hey. Ja, du lachst. Hey. Ja.
Ja, ich habe jetzt während dem Kampf habe ich gerade Blut und Wasser geschwitzt, weil ich meine Skills nicht benutzen konnte. Come to hear your poem. Be careful. Idiot. So. Ja, passiert. So, na gut. Also den Ring willst du... Ja, was für ein Ring? Ja, so ein Mana-Ring. Zeig mal. Muss schon mit Traten, ja. Traten. Naja. Wo sind die V-Spieler-Bitch da? Trade. Accept. Boah, super. Und noch Schüchchen. Aber ich glaube, die sind nicht so prall. Die sind besser als meine. Na dann. Was habe ich denn jetzt hier? Heliots Glyphe. Ja, das ist Questgegenstand. So, was macht man denn hier mit diesen ganzen Sachen, die ich jetzt hier habe? Man kann, wenn du, ach, das ist, wenn du genau diese Gegend, wenn du was verkaufst, bekommst du so Fragmente und wenn du einen Teil von den Fragmenten hast, baut sich das zu irgendwas Besserem zusammen, ne? Ja. So war das so. Ach, warte, es gibt doch hier zwei Waffensets. Ja. Also, dann nehme ich doch den 200 mit. Ja. Dann habe ich eine Waffe, wo ich so, Rüstung dabei habe. So, was sagt die Uhr? Die Uhr sagt schon 3 Minuten über der Zeit. Ui, okay. Ja, was machen wir denn? Können wir jetzt wieder zurückgehen in die Höhle? Da müssen wir jetzt auch nicht mehr hin. Also. Da ist doch ganz viel blaues Zeug noch drin. Ach so. Oder wollen wir das liegen lassen? Mach's während der Pause. Ja. Na gut, alles klar, Leute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.